Tadaima to Yuzuku! Hallo und herzlich willkommen zum Harvest Moon Magical Melody, wo wir heute ein Festival haben! Und zwar das Blümchenfest, das von abends bis Mitternacht geht. Das heißt, wir haben noch etwas Zeit, ein wenig rumzugammeln. Sprich, unsere Tiere wollen ja auch verseucht werden. So. Ganz kurz das Blau entfernen. Yeah! Und heute dürfte auch endlich unsere Kuh groß werden! Hallo, Eichhörnchen! Schmeiß mich weg! So, wo haben wir denn die Gülskanne? Ah, das war so nicht beabsichtigt, sondern eher sowas. Ah, den Vortag haben wir ein bisschen zu lange im Wald verbracht. Sprich, wir haben Holz hacken wollen. Der Baum wollte nicht umfallen. So. Oh, schön, schön. Jetzt haben wir gleich noch am nächsten Tag eine Tomate über. Ein paar Kakaofrüchte. Schnell alles gießen. Ach so, die muss ich aus der Mitte pflücken. Hab ich schon gerade gewundert, warum ich die Frucht nicht aufheben konnte. So. Und natürlich wird der Bauer leicht müde. Für unser Bockbock wieder ein Unkraut, so ein schöner Löwenzahn. So. Chica, ey, Chicaria, Chicaria. Calimero. Was ist mein neuer Nachwuchs? Yeah, Chica! Setz dich, Chica! Friss und stirb! Nein, bleib groß und stark! Und auch unser Moorhuhn, wo ich das Haar vergessen habe. So, hier so ein stinknormales Eichen, damit züchten wir uns noch das letzte Huhn. So, alles gefüttert. Alle sind happy. A happy day. Happy day. Oh, happy day. Happy day. Schön wie das war. Und so weiter geht der Tag. Da. Yeah, der Führer. Was? Der Führer? Hä? Kann mir mal einer sagen, warum Sephiron vor Schoten groß ist? Ich habe eigentlich habe ich mich irgendwie vertüdelt? Ein Datum verwechselt oder so? Manno. Ich habe doch die Schere gar nicht dabei. Da ist ja einfach vor Schoten groß geworden. So ein Kackmist. Kackwun. Warum bist du früher groß geworden? Schoten, warum bist du da so klein? Ich wollte dich heute melken. Ja, tolle Sache. So, erstmal hier noch die drei Kakaofrüchte versenden. Käse. Jetzt muss ich erst einmal eine Schere holen. Und den Melker wieder wegpacken. Schnief. Hab mich so auf meine erste Milch gefreut. Ah, das ist ja immer so. Freust dich auf was und dann kriegst du nichts. Oh, und weil heute natürlich ein Feiertag ist,
sind alle weg. Keiner ist draußen. Ach, muss ich erstmal gucken, was ich mache. So, wo bin ich denn? Wo bin ich denn? Mecker und gegen Schere tauschen. Muss natürlich die Frage, soll ich die Wolle oder soll ich sie nicht? Ich will ja mein Ding erweitern, meinen Rucksack. Dazu wäre natürlich ein Wolle. So, Sephiron, jetzt mache ich dich nackig. Da freut er sich. Yeah, wir haben Garn. So. Ah, problematisch. Rein theoretisch könnte ich noch, aber habe ich ja nicht. Ah, wie schaut es denn hier mit den Früchten aus? Liegt da was rum? Nein, natürlich nicht. Und hier liegt aber was rum, das ist gut. So ein paar Obstbäume stehen ja von Anfang an schon rum. Oder fängt das direkt jetzt schon an? Das glaube ich nicht, oder? Oder doch? Wir fahren zum Blühwürmchenfest, zum Gedenken an unsere Ahnen, dass wir Blühwürmchenblumen aufs Meer treiben. Das ist immer ein sehr stilles Fest. Unsere Ahnen bestellen ihren langen Leben lang dieses Land. Ich habe das Gefühl, dass sie uns immer behüten. Du bist den ganzen Weg bisher gekommen. Bleib doch noch da. Und rede mit allen, okay? Willst du wirklich heim? Nicht heimgehen. Ich wollte dich auch gar nicht ansprechen. Hey, Marta! Jetzt ist etwas sehr Tiefes. Ich frage mich, wie unsere Ahnen das Fest sahen. Ah, die Geister der Ahnen zu besänftigen, willkommen. Heißen und wieder wegzuschicken, halte ich für sehr wichtig. Okay, Jamie. Ach, ja, Sie sagen, dass dieses Fest traurig ist und sie es nicht mag, oder? Ja. Heute scheint die Wellen ganz besonders ruhig zu sein. Die Glühwürmchenblumen treiben völlig still im Wasser. Heute ist ein windstiller... Oh, Glühwürmchenfest. Setz jetzt vorsichtig die Glühwürmchenblumen ins Meer. Für Hugo. Strahlende Lichter. Nun kommt der Höhepunkt des Festes, bei dem wir die Blumen davontreiben sehen. Seid vorsichtig und komm gut heim. Lucky! Und wir haben eine Musiknote bekommen! Note der Glühwürmchenfestes. Zu Ehren einer Ahn, eine über dem nächtlichen Meer schwebende feierliche Note. Boah, schon ist es 0 Uhr. Geile Sache. So schnell geht das. Ja, eben war es noch 11 Uhr und schon haben wir es Mitternacht. Wie die Zeit vergeht. Ich komme nicht zu spät. Ja, vorher also alles erledigen, bevor er zum Strand geht.
sonst habt ihr verkackt. Nach Mitternacht ist immer schwierig, dann noch irgendwas zu erledigen. So. Direkt mal ein Tagebuch notieren. Ab ins Bett. Ah, dann schaffen wir an diesem Part vielleicht zwei Parts. Zwei Tage, meine ich. Oh, regnet's? Es regnet! Yeah, es regnet, die Erde wird nass. Darum muss ich nicht gießen, das macht so einen Spaß. Regen, wie sieht's denn morgen aus? Morgen werden wir Regen bekommen, ganzen Tag. Ah, klasse, kann ich die Gießkanne wegpacken? Gießkanne. Das kann ich übrigens auch wegpacken. Und die Gießkanne wechsle ich mit der Axt aus. So. Also morgen wird das 17. Ja, gut. Schön, wie es regnet. Kann ich ein bisschen Holz hacken, denke ich mal. Ich glaube nicht, dass irgendwas reif okay, die sind doch reif. So. Ah, jetzt habe ich das Unkraut für Bock vergessen. Das muss natürlich sein. Unkraut. So. Bitte Bock für dich. Ganz speziell. Oh, noch für Moorhuhn. Boah, ich dachte für einen Augenblick, es wäre daneben gefallen. So. Da, di, da, di, da, da. So, ich dachte mich mal mit. Na gut, lasse ich die mal kurz sein. Hier Code für dich. Und schauen wir mal weiter, was die Tiere machen. So, ihr seid immer noch nicht größer. Ich war mir eigentlich sicher, dass die Mitte des Monats groß werden. Na gut, dann dauert es halt noch ein paar Tage. So, und hier hinten wird es mal größer. Da kommt dann nochmal ein Gebiet ran. Sofern ich genug Kohle zum Ausbauen habe. So.
So, weiter geht's. Machen wir heute eine Geschenkerunde. Eine kleine Runde, die dauert nur eine Stunde. Für dich. Oh, in Ordnung, danke schön. Wir sind doch wieder mal nett zu den Leuten. Aber wir müssen uns ja ein bisschen einschleimen. Was? Martha ist hier? Was macht Martha hier? Gina ist auch hier? Ja. What the hell? Ja. Ah, toll, dass ich das wirklich habe. Ah, ich bin überglücklich. WTF? Gina und Martha? Was machen die hier? Ach, scheiß die Wand an. Hier, Martha, das wollte ich dir eh vorbeibringen. Meine Güte, danke schön. Du bist wirklich lieb, Kenji. Ich freue mich echt. So, direkt mal spickeln. Martha hat schon zwei Herzen. Oh, ist das schön. Ah. Gina wäre eine tolle Braut für Michael, oder wie der heißt hier. Das würde ganz gut passen, glaube ich. Habe ich den Hammer dabei? Ja, den Hammer habe ich dabei. Aber die Axt brauche ich eher. Ich wollte ja hier den Baum mal umsicheln. Den wir letztens angefangen hatten. Der bräuchte, glaube ich, nicht mehr so viele Schläge. Fall um. Nee, welche Taste waren das? Nee, die war's nicht. Ach, die war's. Haha. So. So, jetzt können wir was essen gehen. Ist ja auch schon Mittag. Mein Gott, da müssen wir was essen. Ganz klare Sache. Gehen wir ins Restaurant und pfeifen uns ein Sandwich rein. Ein Sandwich bitte! Yeah! Lecker Schmecker! Mampf, Mampf! Du, 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 du. Übrigens, Leute, ich habe morgen Geburtstag. Am 10.04. habe ich Geburtstag. Und ich würde mich riesig freuen über ein paar nette Geburtstagskommentare im morgigen Part. Oder falls ihr morgen den Part erst guckt, dann halt hier. Ist mir auch egal. Ich brauche etwas Bestätigung, dass ich auch wirklich die Arbeit lohnt, die ich hier
vollbringe. Ich bedanke mich übrigens bei denen, die immer wieder schreiben, wie toll ich gut bin, auch wenn ich bestimmt nicht die Beste bin. Ich freue mich trotzdem drüber. Vielen herzlichen Dank. Und ich wundere mich, dass keine Sau fragt, ob Ni No Kuni mal wieder kommt oder so. Ja, Kommentare sind rar. Gesät. Ja, und ich weiß, dass die Audioqualität immer noch nicht die beste ist. Ich muss dazu sagen, ich habe mir ein Mikro-Headset gekauft, das sage und schreibe knapp 90 Euro gekostet hat und es ist absoluter Müll. Ja, jetzt habe ich mir noch eine Soundkarte dazu noch gekauft, damit ich das komplette Audio-Ding anschließen kann, damit dann vielleicht das Rauschen weg ist. Aber ich kann nicht versprechen, dass das hilft. Darum voraussichtlich. Ich werde mal gucken, nächste Woche oder wann, wenn ich die nächsten Parts aufnehme, dass dann, weil dann kriege ich ja zum Geburtstag sozusagen dieses Audio-Zusatzteil, was mein Freund mir dann in meinem PC einbaut. Und mit etwas Glück haben wir vielleicht dann sogar vernünftige Audioqualität. Wobei ich es noch bezweifle, weil, ja, warum sollte so ein Stückchen mit mehr Anschlussdingern irgendwas daran ändern, dass das Rauschen weggeht. Egal, welche Einstellung ich da... Na egal. Drückt mir die Daumen, dass es funktioniert, dann wird die Audioqualität von zumindest Harvest Moon Match the Melody besser. In den letzten beiden Parts habe ich die Rauschunterdrückung wieder reingemacht. Weil ich gemerkt habe, letzte Woche, dass da die Parts wieder mit ein bisschen Rauschen waren. Dafür vorab Entschuldigung, aber es war einfach beim Aufnehmen, beziehungsweise ich habe es nicht gehört, dass es gerauscht hat. Und als ich es später im Video gesehen habe, hat es dann doch etwas gerauscht. Es hätte aber doch schlimmer sein können. Also ich finde, man versteht mich gut. Es ist nur minimal, wenn man drauf achtet, merkt man es ansonsten eigentlich ganz nett. Da fällt mir ein, ich kann ja mal gucken, ob ich schon ein neues Instrument freigeschaltet habe. Wenn wir schon mal dabei sind, dann haben wir den Part auch schon geschafft. Oh, es sieht gut aus. Da du keine weiteren 5 Noten hast, gibt es keine neue Musikinstrument. Oh. Nicht aufgeben, sammle weiter. Boah, sind die unhöflich. Na gut. Wir brauchen dann wohl noch ein paar Noten, bevor wir wieder was bekommen. Mal gucken. Den Baum hier fällig jetzt, sofern meine Energie reicht. Wir sind der Holzmichel und wir haben eine Axt. Schlagen den Baum, das ist unser Traum. Wir sind der Holzhackermann und wir hauen bald drauf. Oh Mann, oh Mann. Halbe Energie ist weg. Los, komm schon, Baum. Yeah, der Baum fällt um. Der Baum fällt um. Wir sind nicht dumm. Oh, sogar richtig viele Holzstücken bekommen hier. Guckt euch das an. Das hat sich ja gelohnt. Ich hab doch hier... so ein Blättchen. Und ein Töpfchen Honig. Und dann können wir direkt weitermachen. So.
Gleich haben wir ihn. So. Komm schon. Ja. Boah, gleich nochmal so viel Holz. Ey, ist das toll. Episch. Den Baum merke ich mir. Ja, hab dich nicht so. Die paar schaffst du auch noch. Ist doch nicht wahr. Na, mal zielen kannst du auch, oder? Warte mal. Essen. Scharf, 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 scharf. Ja, du bist doch schon fertig. Mehr wollte ich doch nicht. Jetzt packst du die Axt ein. So. Und dann kannst du direkt ins Bett hüpfen. Und weil der nächste Tag auch so schön verregnet ist, machen wir erstmal den Part Pause. Und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dann, sag ich Tschüssi, eure Tita Kenshi.